Bayern München gegen Borussia Dortmund, das Duell der deutschen Fußballelite. Jetzt geht's hier gleich endlich auf dem Rasen los. Bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem Spiel heute, liebe Fußballfreunde. Willkommen zum Duell Bayern München gegen Borussia Dortmund. Zum Duell der alten Rivalen. Die Stimmung hier im Stadion ist schon großartig. Alle sind bereit für dieses Spiel. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es hochklassig, intensiv, mitreißend. Dann ist Fußball vom Allerfeinsten angesagt. Wird auch heute wieder so sein, da bin ich mir sicher. Ihr Kommentatorenteam mit Wolf Fuß und Frank Buschmann freut sich, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Machen Sie es sich gemütlich. Jetzt ist Genießen angesagt. München gegen den BVB. Viel Spaß. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Joshua Kimmich spielt mit Alphonso Davies in der Abwehr. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Gnabry, gehalten, stark gemacht. Wieder ein Eckball. Alphonso Davies. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Freistoß für Dortmund. Oh, grenzwertig. Aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Was traust du Harry Kane heute alles zu, Buschi? Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Gut den Körper eingesetzt. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Davies. Toller Zweikampf. Ball bei Jamal Musiala. Macht er die Führung. Gehalten, ganz starke Aktion. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Gnabry. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Drin ist der Ball. Ja, so einen Nachschuss, den darfst du dir eigentlich nicht erlauben. Ah, da darf der Ball bei dieser Parade natürlich nicht hinkommen. Da bedanken sie sich. Ja, zunächst die Abwehr, aber dann fällt es. Der BVB ist im Rückstand. Jetzt müssen sie hier was tun. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Ja, das ist Übersicht. In der Szene schön zu erkennen, wie ihre Strategie aussieht. Schnelle Pässe
viel Tempo, überraschende Vorstöße. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Emre Can. Den Ball holt er, gut verteidigt. Die Chance auf den Konter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Sabitzer, Niklas Füllkrug, sie sind da, Ball wird geblockt. Gut gespielt, dieser Steilpass, guter Steilpass. Immer noch diese Chance, fällt das Tor doch noch. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da war sie unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance wieder genutzt. Hat. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Brandt. Niklas Füllkrug. Chance für den Konter jetzt. Guter Pass hier von Goretzka. Machen sie gut, aber dann dieser Steilpass, ja, kommt ein bisschen spät und dann ist die Fahne oben. Dann kommt der Abseitspfiff, ist schon ärgerlich, da hätten sie mehr rausmachen können. Wenn der Ball so kommt, dann muss die Abwehr aufpassen. Daniel Malen! Ja, toll gehalten. Ecke kommt in die Mitte. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Gibt erneut Eckball. Ecke ins Zentrum. Guter Ball, aber vielleicht der Anschlusstreffer. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Tolle Leistung bislang von Harry Kane. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Wir machen weiter mit diesem Spiel, wo die Dortmunder auf Besserung hoffen, auf Tore vor allen Dingen, denn der Rückstand ist enorm.
und klasse durchgesetzt. Er gefährlich. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Gnabry. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Es gibt Gelb gegen die Dortmunder. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Ballverlust durch Serge Gnabry. Sancho mit Platz auf dem Flügel. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Goretzka. Davis. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Flanke kommt rein. Hätte gefährlich werden können, war es dann aber eigentlich doch nicht. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Es wird Freistoß für Dortmund geben. Wechsel bei Dortmund. Da kann er erst mal klären. Kim In-je. Der Befreiungsschlag. Kimmich. Da ist Sané in der Mitte. War dann doch zu halbherzig. Süle. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Süle. Ball ist bei Süle. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Sané. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ball bei Jamal Musiala. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Die letzten Minuten brechen an in dieser Partie. Dortmund muss aufmachen, muss alles versuchen. Immer noch die Bayern knapp vorne. Es wird eng für den BVB.
Jetzt Sabitzer. 6 Minuten sind noch zu gehen. Setzt sich da schön durch. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Harry Kane. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Dortmund wechselt. Gnabry. Er geht dazwischen. Und das gibt erneut Eckball. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Klarer Sieg, schöner Sieg. Diesen Ligasieg wollten sie und sie haben es geschafft. Und ich muss schon sagen, das war eine wirklich überzeugende Leistung heute. Wir schauen auf die Leistung von Harry Kane. Wie hast du ihn gesehen? Das war ein gutes Spiel von ihm, oder? Für die Mannschaft mit dem Tor zu diesem Sieg. Einige Chancen gab es außerdem auch noch. Heute wirklich unglaublich aktiv, überall zu finden. Und das hat die Nebenleute natürlich inspiriert.